Hallihallo und willkommen zu einer neuen Filmreview. Heute mit Harriet, der Weg in die Freiheit. Dieser Film ist in Amerika schon letztes Jahr gestartet. In Deutschland will er jetzt erst am 16. April 2020 starten. Beziehungsweise, ob das jetzt sowieso in der nächsten Zeit startet, ist ja in der Filmwelt aktuell sowieso kritisch. Also er soll am 16. April 2020 starten. Eigentlich sieht aber natürlich nicht schlecht aus. Ich konnte ihn aber jetzt trotzdem sehen. Und ja, darum konnte ich jetzt noch darüber reden. Ja, das ist ein Drama-Film, wo es ja halt im 19. Jahrhundert während der Sklavenzeit spielt halt. Und Harriet, die ist selber eine Sklavin, eine Arbeiterin auf dem Lande und so, die dann aber es doch schafft zu fliehen und dann praktisch eine Organisation mitbetreibt, Schrägstrich aufbaut, mehr oder weniger, die halt dann immer mehr da rausholen, die dann immer wieder hingehen und versuchen, Leute mit rauszubekommen. Dabei bildet sich natürlich dann ein großes Drama mit früheren bekannten Geliebten, wie das alles auch verankert ist, wie gehen die Weißen damit um und wie gehen die Schwarzen dann in ihren eigenen Kreis mit um, oder auch Weiße, die dann natürlich auch da versuchen mitzuhelfen, dass da alle fliehen können, ist natürlich auch immer so ein Hin und Her und ist dann halt, ja, sagen wir mal so, in der Richtung wie sowas wie 12 Years a Slave. Was ich immer halt beängstigend finde, ist der Gedanke, dass die Menschen, die Menschen können halt Leute gerne gut und gerne unterdrücken und unterordnen und sich gerne als Herrscher sehen. Und diese ganzen Geschehen, also alles, was da geschehen ist, sowas ist nicht mal das ganze 200 Jahre her. Und allgemein hört sich vielleicht 200 Jahre lang an, aber ich finde, für so eine ganze Zeitgeschichte, sagen wir so, finde ich, dass 200 Jahre echt längst noch nicht weit genug entfernt ist. Also dafür, dass das ist ja auch nur die Zeit. Also es ist ja nicht so, dass Schwarze das letzte Mal vor 200 Jahren schlecht behandelt wurden. Es ist ja heutzutage immer noch so. Und ich finde das einfach echt beängstigend, wie Menschen so eine Art immer agieren können. Und ist auch aber auch schön, das zu sehen, wenn auch etwas dann auch gut läuft, das mehr oder weniger. Ohne jetzt zu viel zu spoilern, sagen wir mal so. Und ja, ist einfach ein unterhaltsamer Drama-Film, wenn man halt generell, wie schon gesagt, sowas wie 12 Years a Slave mag, so diese Sklavenzeit, Sklavenarbeit und diese Trauer mit empfinden kann und will. Ich kenne auch welche, also ich war da zum Beispiel mit zwei Kumpels drin, die fanden den Film total blöd. So, hey, was soll das? Ist auch total langweilig, was interessieren mich da irgendwelche Leute? Ist doch sowieso schon Jahre her irgendwie. Das ist doch heutzutage gar nicht mehr wichtig und so. Und ich denke das aber anders. Ich denke mir so, das ist wichtig, dass Leute sehen, wie grausam Menschen sein können und wie es doch war, um einerseits zu sehen, wie gut man es heute hat, aber auch, dass man es doch irgendwo noch echt verbessern kann und es doch sich auch immer verbessern kann. Ne? Also in der Zeit hat man auch nicht gedacht, dass man so leben kann, wie man es heute tut. Und trotzdem ist heutzutage nicht alles perfekt. Aber ich finde solche Filme doch immer sehr interessant und unterhalten mich dann doch immer ganz gut. Der Film würde von mir dann aber so eine 7,5, 8 von 10 bekommen. Also es ist halt unterhaltsam. Ist trotzdem etwas lang. Also ich hatte auch, obwohl ich mich unterhalten gefühlt habe, eine Langatmigkeit gespürt. Darf ich gar nicht wissen, wie das bei meinen Freunden waren, irgendwie so den Film nicht mochten und trotzdem das so lang ausharren musste. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht genau, wie lange der ist, aber ich glaube, über 2 Stunden geht da bestimmt. Zumindest hat er sich so angefühlt. Wenn nicht, ja, ist auch nicht der beste Job, darum also eine 7,5 eher. Aber wie schon gesagt, wer auf sowas steht, der wird hier eigentlich, würde ich schon sagen, gut unterhalten werden und würde dann doch schon eine Empfehlung von mir bekommen. Ja, aber das soll es von mir soweit zu Harriet gewesen sein. Wenn ihr die dann schon gesehen haben solltet, schreibt mir doch ruhig in die Kommentare, wie ihr den findet. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass der so gut laufen wird, weil er auch eher ein Underdog ist und also mir war da ehrlich gesagt auch nicht auf dem Schirm, erst wo ich ihn jetzt gesehen habe, aber noch einen Trailer oder so von denen gesehen. Trotzdem finde ich das dann halt so wichtig, dass man mit sowas jetzt hier aufruft, dass es so einen Film gibt, dass die Leute vielleicht sich den doch angucken, weil ja, vielleicht wird den ja, für manche ist das vielleicht dann ein richtig guter Film, für manche dann doch vielleicht nicht, aber das ist ja halt immer so eine Sache. Aber man erfährt das dann ja auch erst, wenn man es auch richtig gesehen hat. Ja, das soweit dann aber von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.